Herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen ein Stück für Orgel vierhändig vorstellen. Ich glaube, das hatten wir noch nie, ist auch nicht so ganz häufig. Warum? Dazu sage ich später noch ein bisschen etwas. Nun zunächst zu dem heutigen Komponisten Samuel Wesley, ein englischer Komponist der Georgian Era, also der Periode des 18. Jahrhunderts, kann man sagen. Sie wissen, wie die Engländer ihre Zeiteinteilung machen, sozusagen. Die nennen das nach den Herrscherfamilien. Also gibt es die Stuart-Epoche und die Tudor-Zeit und die viktorianische Zeit und so weiter. Und diese Georgian Period, die bezieht sich auf die Herrscherfamilie aus Hannover. Georg I., der II., der III., der IV., die Georgs. Genau gesagt, beginnt es 1714 und es endet 1837, als Victoria den Thron besteigt. Und das ist übrigens auch das Todesjahr von Samuel Wesley. Also 1837 ist er gestorben. Er stammt aus einer Dichter- und Theologenfamilie, ziemlich bedeutend. Sein Vater Charles Wesley, Kirchenlieddichter, und mit seinem Bruder zusammen, John Wesley, haben die beiden die methodistische Kirche gegründet. Man spricht von den methodistischen und wesleyanischen Kirchen. Denen kommt es nicht so sehr auf Lehre an, auf Dogma, sondern mehr auf Gesinnung, auf Lebensführung. Also der christliche Glaube soll sich im Alltag bewähren. Das ist so deren Idee. Also das war Vater und Onkel. Dann gibt es einen Bruder, der auch Charles heißt und auch Komponist war und ausübender Musiker. Übrigens wäre noch zu sagen, unser Samuel ist zum Katholizismus irgendwann mal konvertiert. Also das war dann ziemlich renitent gegen die protestantische Familie sozusagen. Er war überhaupt ganz schön renitent, so habe ich den Eindruck bei allem, was ich gelesen habe über ihn. Ja, und dann gibt es noch einen Sohn in der Familie, der sehr bedeutend ist, auch Samuel. Der Sohn von Samuel auch, aber Samuel Sebastian Wesley. Auch ein Komponist, den wir heutzutage noch spielen. Unser Samuel ist geboren 1766 in Bristol und man nennt ihn den englischen Mozart, wobei man mit Fug und Recht auch sagen könnte, der englische Mendelssohn. Warum? Also, erstmal ein nettes Zahlenspiel. Er ist 10 Jahre nach Mozart geboren und 10 Jahre vor Mendelssohn gestorben. Aber vor allem sagt man deswegen diese beiden Attribute, weil er ein bisschen wie Mozart komponiert hat, also schon nicht ganz so gut, ehrlich gesagt, aber ein bisschen in dem Stil, wobei man sagen muss, er ist Eklektizist, kann man sagen, ja, ein bisschen Mozart, ein bisschen Barock, ein bisschen auch Romantik schon vorweggenommen, es ist nicht so ein ganz großer Personalstil natürlich. Also, er schreibt ein bisschen wie Mozart, diese Klarheit, diese Helligkeit. Was ihn mit Mendelssohn sehr verbindet, ist, dass er ein Wiederentdecker von Johann Sebastian Bach war. Also das, was Mendelssohn in Deutschland für die Wiederentdeckung bachscher Musik war, das war Wesley in England. Und da er deutlich älter war als Mendelssohn, war er auch früher dran. Also erstaunlich zu hören, er hat das wohltemperierte Klavier von Bach herausgegeben, 1810 bereits. 1820 hat er zusammen mit jemand anders die englische Übersetzung von Forkels Bach-Biografie herausgegeben in England. Also das waren wichtige Hilfen, um das Bachsche Oeuvre dann auch in England verbreiten zu können. Mendelssohn und Wesley haben sich dann tatsächlich auch mal getroffen. Und zwar im September 1837 in einer Christchurch in London und haben sich gegenseitig vorgespielt. Das ist eine sehr nette Geschichte, die ich kurz erzähle. Mendelssohn hat gespielt und Wesley, natürlich schon als alter Herr, sagte zu seiner Tochter Eliza,
Das ist unglaublich gut. Ich glaube, ich traue mich nicht mehr, nachdem er gespielt hat. Aber der junge Mendelssohn hat ihn encouragiert, hat gesagt, er möge doch vorspielen, hat sich dann auch an die Seite gestellt, bei dem älteren Herrn geblieben, sozusagen, hat ihn komplimentiert. Und Wesley sagte zu Mendelssohn, Sie hören gar nicht mich spielen. Mich hätten Sie gehört 40 Jahre vorher. Also, er fand es schade, dass er nicht mehr so jung und fit war. Und das hätte sicher eine schöne Freundschaft ergeben. Einen Monat später ist Wesley dann verstorben. Wie gesagt, noch ein paar Worte zum Thema vierhändig auf der Orgel. Es ist nicht ganz so häufig. Meistens spielen die Orgelduos dann eher Transkriptionen. Da ist es natürlich sehr sinnvoll, weil eine komplexe Orchesterpartitur kann man sehr gut dann mit zwei Spielern darstellen. Vielleicht, wenn viele musikalische Elemente nebeneinander laufen, ist man alleine dann vielleicht ein bisschen knapp dran und das geht zu zweit natürlich sehr gut. Was aber im Grunde nicht sehr gut geht und deswegen gibt es nicht so viel Originalliteratur, man behindert sich einfach ganz, ganz oft. Denken Sie daran, dass die Klaviatur bei uns auf der Orgel nur 4,5 Oktaven hat. Am Klavier sind das 7, mehr als 7. Ne? Man muss einfach beim Proben sehr gut absprechen, wer drüber greift und drunter und man muss sich einfach auch ganz gut verstehen. Sonst streitet man sich immer um die besten Plätze sozusagen. Manchmal haben wir beim Spielen, beim Proben und so weiter, Birgit Bach-Ernst, die ich hier herzlich grüße und auch mich bedanke, dass sie dabei ist. Jedenfalls haben wir so immer gespottet, Wesley schreibt immer so kleine Vorschlagsnoten, ja, tja, 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 ganz oft schreibt er die und wir haben immer gesagt, wahrscheinlich schreibt er die deswegen, weil, also das sind Verzierungen, aber wenn man manchmal einen Streifschuss hat, so nennen wir das, also wenn man auf eine andere Note kommt, dann klingt das wie eine Verzierung, man kann es als Verzierung verkaufen sozusagen und vielleicht hat er sich das dabei gedacht, ja. Also, Sie werden, denke ich, ein Vergnügen haben, auch uns zuzuschauen. Wir versuchen, wie gesagt, uns gut aus dem Weg zu gehen und möglichst sauber zu spielen. Ich wünsche viel Freude bei dem ersten Satz des Duos für Orgel von Samuel Wesley. Tschüss, bis nächste Woche.